Da oben liegt schon Schnee. Die Schneefallgrenze ist auf 2000 Meter gesunken und ja, es ist ein bisschen frisch. Und vor allem ist es alles komplett nass. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir heute überhaupt einen Kletterstieg machen können oder ob wir besser wandern. Jetzt erstmal Frühstück. Und zwar leckere Finchgauer mit Salami und Käse. Was hast du? Paprika, Leona. Hallo. Auch gut. Schmeckt's? Und dieser Apfelsaft hier ist deliziös. Wie ist denn das Wetter da oben? Schneeig? Schnee. Ach, wie schön. Warte, gibt's da meine Toilette? So, danke. Danke auch. Boah, hier ist die fette Gondel. Guck mal diese Gondel an. In so einer großen Gondel bin ich noch nie gefahren. Guckt euch die Gondel an. Wir fahren jetzt hier. Das fahren wir jetzt hoch. Hier, das ist der Gondelweg. So, und dann sind wir hier. Und dann gehen wir jetzt den hier. Wir können dann hier auch diesen hier hochgehen. Und dann gehen wir hier hoch. Und dann sind wir auf dem kleinen Ilfinger. Das reicht. Guck mal, wie cool. Ah, mein Ohr. Guck mal, hier kommt die zweite. Oh, das wackelt so krass. In der Gondel ist Nebel. Guck mal, es ist nebelt hier. Geht's dir gut? Ja. So. Unsere Wanderung startet im leichten Schneefall. Ich weiß nicht, wie viel Grad wir haben, aber es ist relativ angenehm. Wir sind gut angezogen und jetzt laufen wir auf den kleinen Ifinger rauf. Und die Sonne kommt raus, ganz toll. Und guckt euch dieses Panorama an, das ist wirklich fantastisch. Puh, jetzt geht's hier in den Nebel. Ich habe gerade mit einem Wurf beide am Kopf getroffen. Da ist die Hütte. Ja klar, die offen. Don't eat yellow snow. So am Grat lang und da ist der Grat. Also muss der Weg hier so hoch. Muss der Weg hier so hier hoch. Am Grat. Und dann geht er ein bisschen rein. Also nicht ganz an der Kante, sondern ja. Hier oben. Wir stehen mittlerweile im dicken Nebel. So eine dicke Wolke um uns herum gezogen. Nach unten sieht man nichts mehr, nach oben sieht man noch ein bisschen. Das ist total geil. Ich muss gleich mal ein Timelapse machen, wie die Wolken hier durchziehen. Das ist relativ schnell, total geil. Da ist die Hütte. Wir sind schon auf der Höhe von der Hütte. Noch ein Stück. Aber die... Aber wir machen die erst auf dem Rückweg. Wir gehen erst auf den Gipfel und dann auf die Hütte. Plötzlich ist es auch wieder klar. Jetzt haben wir einen Talblick. Jetzt ist die Wolke weg. Ich meine, wir müssen hier hoch. So, oder sollen wir erst hoch? Erst hoch, oder? Okay, ja. Dann haben wir uns auch das Hütte verdient. Hier, Philipp, guck. Es ist voll am Schneiden mittlerweile. Richtig krass. Voll übel, oder? Es schneit, es schneit. Wir haben gleich den kleinen Ibach erreicht. Oder wie heißt der? Ibach? Iser, Ifa. Ifeld, Ibach. Ibach auf jeden Fall nicht. Ibach nicht. Den kleinen Gipfel haben wir erreicht. Mal gucken, ob wir auf den großen kommen. Lass uns erst auf den kleinen. Das wäre der Gipfel. Und das würde hier, kann man eine Route lang nehmen, hier so. Das hier. Okay, ohne Anseilen. Warum haben wir denn nicht unser Set mitgenommen? Weil es so
ultra krass am Schneien. Hammerhart. Kleiner Iffinger. Iffinger. Da ist der Gipfel. Und hier ist der Kletterstieg hoch mit Drahtseilen. Kein großer Iffinger, nur der kleine. Ab auf die Hütte, würde ich sagen. Guck mal, wie tief es hier runter geht. At the edge. Ja. Juhu, an der Hütte, aber die sieht irgendwie zu aus. Leider alles zu hier. Mit dem Brötchen gestärkt. Hat etwas aufgeklagt. Sieht jetzt ziemlich geil aus von hier oben. Wir haben es fast geschafft. Wir sind fast wieder an der Bergstation. Und es regnet jetzt leider hier unten. Und hier oben, da waren wir gerade. Das liegt alles jetzt im Nebel. Aber da oben im Nebel, da waren wir. Wir sind 13,4 Kilometer gelaufen. Korrekt. Oh, hier, ein schöner warmer Karl. Oh, das tut gut. Das war total schön. Oh. Das war wirklich. Wir haben so einen geilen Lumumba hier. Schnee, der hat so viel rum. Wir hatten uns aber perfekt. Hallo. Oh. Ja, wir sind die einzigen hier drin. Das ist so geil. Und hier, wenn wir jetzt hier über dieses Ding fahren, dann wackelt das so mega geil.